Barik-System. Das heißt, die arbeiten im Push-Pull-Takt miteinander und vergrößern dadurch künstlich das Volumen des Lautsprechers. Und man kann dann mit diesen beiden kleinen Treibern einen schnelleren und angenehm tieferen Bass erzielen, als wenn wir einen größeren Treiber hätten, der halt aufwendiger kontrolliert werden muss. Je kleiner das Chassis, desto besser ist natürlich die Kontrolle über den Korb, den Antrieb. Und da steckt halt seit gut 30 Jahren eine enorme Entwicklung dahinter. Ich habe einmal so einen Treiber mitgebracht. Daran kann man dann halt erkennen, was über die Jahre halt in die Entwicklung reingeflossen ist. Einmal haben die einen sehr eigenen Magneten entwickelt, der sehr, sehr leistungsstark ist, aber luftoptimiert wurde, damit das System halt besser arbeiten kann und nichts das Signal behindert. Der Korb wurde entsprechend angepasst und sehr außergewöhnlich ist das Chassis an sich. Wir haben hier ein Carbon-Chassis. Man kennt das von vielen anderen Firmen. Kevlar gewebt in einer besonderen Struktur. Und hier hat sich ein Ingenieur die Gedanken gemacht, wie kriegen wir bei Kevlar eine ähnliche Struktur hin, wie wir es vielleicht von Aluminium- oder Keramiktreibern haben. Und haben dann diese Chassis entsprechend erhitzt und in einem Ofen gebacken. Dadurch haben wir dann andere Eigenschaften in der Wiedergabe. Und dieses Chassis gehört exklusiv Wilson Benisch, hat das über die Jahre immer weiterentwickelt. Und hier in der neuen Fibonacci-Serie ist sozusagen die letzte Ausbaustufe von diesem Tactic Driver. Das ist so der interne Name für das Chassis. Besonderheit bei Wilson Benisch ist, die Firma sitzt in Sheffield, ist eine Universitätsstadt mit vielen interessanten Technologiefirmen drumherum. Und durch unterschiedliche Gemeinschaftsprojekte tauschen die sich aus und entwickeln als Verbund zusammen Produkte weiter. Und so entstand hier bei dieser Serie ein neues Verfahren vom Gehäusebau an sich, vom Carbonverfahren, wie man das umsetzen kann, und eine andere Umsetzung im Bereich von den Magneten. Dadurch haben wir hier einen aufwendigen Hochtonbereich, der bis zu 30 kHz spielt. Natürlich sagt man, wir nehmen nur mit einem gewissen Frequenzbereich etwas wahr. Der Rest wird über die Haut des Körpers wahrgenommen. Und man merkt bei gewissen Produkten, dass halt dieser Hochtonbereich einfach wichtig ist, um dieses, ich sag mal, Gänsehaut-Feeling zu erzeugen. Das sind dann halt die letzten Emotionen, die in diesem oberen Frequenzbereich passieren. Besonderheit bei diesem Lautsprecher ist, dass das ganze Gehäuse aus Carbon besteht und der Mitteltöner innen drin in diesem Gehäuse in einem eigenen Carbon-Gehäuse sitzt und ohne Weiche angesteuert wird. Normalerweise muss für jedes Chassis eine Weiche aufgebaut werden, die dann halt die Chassis entsprechend ansteuert und den Frequenzbereich zuweist. Wenn jemand komplett die Chassis selbst herstellt, dann hat er natürlich die völlige Kontrolle und so haben sie es ermöglicht, aus der großen Serie der Eminence, die kostet 200.000 Euro, dieses Verfahren abzuleiten in die unterschiedlichen Modelle. Der Einstieg bei der Fibonacci-Serie liegt bei 25.000 Euro und dieses Modell bei der Endeavor, da liegen wir bei 48.000 Euro. Ich spiele jetzt ein Stück an. Eine Frage. Ja? Wo ist jetzt der Vorteil? Also ist es härteres Material im Vergleich zur Keramik? Nein, Keramik ist deutlich härter. Deswegen, wenn man auf der anderen Seite schaut, haben wir die Firma Lyrabox. Die sind gerne vergittert, diese Membran, weil wenn man dort einmal nur punktuell etwas berühren würde, würde der Treiber in sich zerbrechen. Ja? Also das Kevlar hat hier eine andere Eigenschaft, das können wir offen zeigen. Anfassen, da passiert nichts. Hat eine andere Struktur, aber sie probieren halt eine ähnliche Steifigkeit zu bekommen, aber durch die gewebte Struktur ist es anders. Gibt es noch eine Frage zum Lautsprecher, bevor ich ein Stück Musik anspiele? Gut. Dann nehmen wir jetzt mal ein klassisches Stück, die Zauberflöte von 1990. Sei mein liebes Weib, nur so sei mein Herzenstreu, wie mein Herz.
Freude wird das sein. Heilige Freude wird das sein. Wenn die Götter uns bedenken. Wenn die Götter uns bedenken. Unsere liebe Kinder schenken. Unsere liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinder ein. Kinder ein. The dolphin man goes diving tonight
under the stars and the moon. Ja, Friedrich Lichtenstein mit seiner ungewöhnlichen Stimme.